Wieso? So, wie der Donner. Bam, bam. Hoppala. Zack, 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 zack. Ausweichen. Und wieder welche. Zack. Ach, komm schon. So. Wow, hoppala. Und der Donner hat wieder zugeschlagen. Hopp. Wieso klappt das manchmal nicht? Ist doch behindert. So, und der letzte. Gut. Vorerkannt. Vorgebrannt. Wie sollen wir sie je wieder in Ordnung bringen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mein Gutster. Aber das ist jetzt nicht das, was ich hier gucken wollte. Wo ist jetzt der Aufenthaltsort dieses anderen Typ? Ist doch bestimmt wieder mal im Süden. Na, klasse. Das heißt, Mad Hatter werden wir jetzt wahrscheinlich schneller machen. Sei herzlich gegrüßt. Ja, tue ich auch. Wobei, es ist ja günstiger, wenn man eine gewisse Kontinuität hat. Nicht, dass man dann ja wieder bei diesem, bei diesem Tatortdurchsuchungen irgendwo anders wieder bei sind. Das heißt, ich wäre hier wahrscheinlich... Shit. So, jetzt kann ich immer noch nicht machen. So, zack. Zack. Ausweicht. Bam. Dich auch noch. Ach, scheiße. Ich dachte, der hat ja Free-Flow-Modus irgendwo bis ganz da hinten, aber nein. So, drei und jetzt vier kann ich sogar ausnocken. Geiler Spaß. So. Fahrerkant, Gefahr gebannt und jetzt geht's woanders hin. Und zwar da runter. So. Ich habe so das Gefühl, das Spiel hat so ein bisschen was gegen die Zwischensequenzen. Die gehen manchmal ein bisschen crashig über. Aber wenigstens sind wir jetzt da. So, aber das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen das. Das ist das irgendwo im Westen. Ne, hier, Osten. Brauchen wir sogar richtig. Jetzt muss ich nur noch mal einen Vorsprung ausschalten machen. Ah. So, na dann. Wir müssen noch mal zurück, bevor die Bullen auftauchen. Wenn die seine Kamera finden, bist du bescheuert. So. Das ist doch kacke, wenn es nicht funktioniert. Der hat übelst abgespackt. Ich weiß nicht, wieso das auf einmal so war. Aber der hat übelst abgespackt. Bam, bam. So, nächsten Level nochmal. So. Und drei noch ausnocken. Sollte den Kampf auch beendet haben. Wundervoll. Tausend Erfahrungspunkte sind anscheinend so wenig, es wird einfach ausgegraut. Aber dieses, das ist, genau so war auch Prototype. Du hast dich eigentlich nur von einem Gebäude zum nächsten geangelt und bist dann hier drüber geflogen. So, ja, da ist es. So, drei, ja. Und drei sind wieder ausgenommen. So, drei, vier, fünf. Und den letzten noch. So, mein Gutster. Wir haben ein paar kleine Fragen. Ein paar ganz kleine Fragen. Was willst du? Gerechtigkeit. Du hast einen Mann getötet. Warum? Er hätte unseren Fälscherring auffliegen lassen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. So. Lass die Polizei wissen, dass Chucky Birds für den Mord an Owen Grant verantwortlich ist. Schick ihnen die Details aus der Fallakte zusammen mit meiner aktuellen Position. Moment, das hatte ich schon. Fallakte geschlossen. Fertig. Und zwar...
Jetzt gehen wir zu dem Mad Hatter. Ja, diese Brücke. Niemals wieder über diese Brücke. Gott, das zieht sich so hin. Aber wie viel geht er eigentlich, ja, abhalten muss? Das ist ja der Wahnsinn. So, Mad Hatter war links. Na komm schon. Zieh doch mal hoch, verdammt. Es ist Mitternacht, Sir. Da haben wir doch. Ah, danke schön. So lange. Was? Kann man den ja auch bei Tag oder sowas spielen? Das ist ja mal genial. 2, 3, 4, 5 und alle drei ausknappen. Das war's. Ging relativ fix sogar. Also, Mad hat das Versteck. Haben wir gefunden. So, mein Gutser. 1, 2, ausweichen. 3, 4. Und weggefragt. Wo ist jetzt dieser blöde? Ach so, das geht hier einfach rein. Wie es dich alle wegschleudert. Es ist einfach nur ein Übermensch. Na dann, was haben wir denn jetzt hier beim Maddie Heddy? Ein Uhrmacher bist du. Ne, Hutmacher ist er, ja klar. Hutmacher. Aber der hat ja was, ja, Gedankenkontrollmäßiges. So. Ich habe verstanden, Sir. Ja. Nein, Sir. Natürlich. Und das macht dich wahnsinnig. Oh Gott. Ja, Sir. Genau das war ja immer das Problem, oder? Niemand wollte hören, was Jervis zu sagen hatte. So, was haben wir denn hier? Gewesen sein. Aber jetzt, jetzt werdet ihr alle zuhören müssen, weil ihr keine Wahl haben werdet. Das wird interessant. Ich hoffe doch, Alice geht cool, ein Zoom aus. Die gute Alice. Was haben die denn überhaupt in der Hand? Ach, Messer. Toll. Na, sieh mal einen an. Haben wir denn hier noch ein paar? Nö. Bei Maddie Heddy. Gast ist da. Wir bekommen Gesellschaft. So, 3, 4, 5 und so viel wie möglich. Zack, 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 zack. Und nochmal, was so schön war. So, Junge, jetzt bist du dran. Das ist so geil, wie die Kamera nach draußen zieht. Wobei die Kamera nie wirklich nach draußen zieht, sondern die Sicht wird einfach nur anders, wie er so mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. Das ist ziemlich fett. So, mein Goodstar. Da bist du! Wie wunderbar! Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Warum redest du da? Ausgezeichnet! Dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick-Tack, die Zeit läuft. Oh nein. Was ist das nur für eine komische Uhr? Das geht ja gar nicht. Gedankenkonto. Herrlich. Willkommen im Wunderland, Batman. Die Mad Hatter-Uhr. Wieso hatten der keine... Wow.
Das ist einfach nur zu geil. Du meinst, geht nicht detektiv sich gerade nicht. Allein, ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen. Oh, Junge. Und das habe ich. Das war eine Reise, sag ich dir. Aber sie ist. Das ist cool. Sicher. Die Mad Hatter-Welt, die ist total abgefuckt. So, hoppala. Dennoch, die Mächte der Königin sind überall. Oh, okay, also mit dieser blinden Uhr. Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Zerstöre die Laterne mit Batarangs. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? So, Moment. Oh, shit. Was für eine Laterne? Die hier oben? Wer für alte... Kann mir mal einer erklären, wie das denn funktionieren soll? So, ich muss hier diese blöden Batarangs erstmal anvisieren, aber wir sind ja hier in einer dreidimensionalen Welt, na gut. Dann nehmen wir mal die Batarangs. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das ist doch behindert. Oh shit, nicht schon wieder, jetzt. Oh nein! Boah, schon wieder. Na gut, wenigstens geht das relativ fix. Aber das geht wirklich nur, wenn man ganz vorne ist, sonst klappt es irgendwie nicht. Wird der wohl? Ja, also. Der gute Medi-Hedi. Wow. Die haben es eindeutig so ein bisschen mit der Kamera hier. Haben sie ein bisschen rumgetrickst, hä? Klein wenig. Boah. Aber es ist schon cool. Die könnten auch irgendein anderes Spiel machen, so eine Art. Ja. Muss ja nicht zwingend Batman sein, aber... Die haben das Zeug dazu. Oh je, oh je. Wow. Scheint ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus, wo geht es rein? Oh je, du bist ganz allein. Okay, Moment. Was haben wir denn hier? Traumwelt, Monster, wir gehen mal in die Mitte. Schau dich an, bewegst dich im Kreis. Scheint zu funktionieren. Links ist rechts und oben ist unten. Okay, dann gehen wir halt überall dort, wo die blöde... Wo kommen wir denn da hin? Oh, da komme ich jedes Mal da raus, ey. Ist das so eine Katze? So. Ah, okay, na dann. Dieser blöde Drecks. Kann mir mal einer erklären, wie das jetzt funktionieren soll. Aber ich bin noch nicht ganz links rausgegangen. Moment. So, du hast es also geschafft. Das hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Diese. Die Gedanken wow. Werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Alter, die kommt da durch. Ach so. Das ist echt interessant, du. Gegner, die aus Spiegeln rauskommen. Das ist echt der Hammer, du. Wow. Und dann noch ein. Da kommt das. So, 3, 4. Ah, die können doch nicht einfach so weggehen. Mensch. So, komm her. Wow. Zack, 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 zack. Und noch ein bisschen, und noch ein bisschen. So, ab. Wow. Na, komm schon. So, 3, 4, 5, 3 sind down. Und der letzte kommt auch noch mit. Das ist so eine geile Welt, die ist die. Das ist Wahnsinn. 3, 4, ach shit. 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir noch 3 weg. Und war da nicht gerade einer runtergefallen? Ah. Und schon können wir durch den Spiegel. Also. Die Tür öffnen. Hoch! Oh.
Und wie gut war C? Hallo? Ganz am Anfang hatte ich die besten Kämpfe und was ist? Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Mhm. Eines, das gehorsam erzwingt. Anscheinend eher so eine Art Gedanken. Funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, ja. Stehen sie unter meiner Kontrolle. Dann stehen sie unter Strom, kann man sagen. Hm? Du. Muss man allerdings etwas grober vorgehen. Na komm schon. Und das, mein Freund, bringt uns zum Hier und Jetzt. Du bist mein Humpty Dumpty Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du das ist doch so eine arschlos krasse Gegend. So. Na komm schon. So, okay. Na dann, gucken wir mal rein in das gute Haus. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit einer vorwärts, immer vorwärts. 7 verschiedene, das wird interessant. Vorwärts, immer nur vorwärts. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzugehen? Na komm schon, und hochklettern. Und nach oben? Was ist das? Okay, kann man nicht benutzen. Wow, jetzt kommt die Karten. Oh nein, nein. Nicht der Kampf gegen die Karten. Nein. Das kann nämlich ganz schön nach hinten losgehen. Was haben wir denn hier? Okay, das war anscheinend nicht so ganz gewollt. Dann nach rechts und links. Okay. Das kann ich auch machen. Das... Moment. Ah, ich kann anscheinend über dieses Seil balancieren. Das wird interessant. Gut, also runterspringen kann ich anscheinend auch nicht. Na dann. Eine Seilrutsche. Die brauchen wir jetzt hier nicht. So, wohin? Wenn ich jetzt nach unten falle, bin ich auch am Arsch. Von daher... F kann ich nirgendwo drücken. Dann drücken wir mal die Seilrutsche. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo hin. Nee, auch nicht. Wie funktioniert das? Zack. Nee, das klappt schon mal nicht. Wenn ich jetzt so wieder zurückgehe, wo komme ich da hin? Ich muss irgendwie versuchen, dieses Ast da kaputt zu machen. Nee, das geht schon mal gar nicht. Gut, wie funktioniert das? Da hinten haben wir noch so eine Karte mit einem Seil. Vielleicht nehmen wir mal die Achter. Die könnte vielleicht besser funktionieren. Wow. Wenn die mich verarschen. Ich kann nur nach oben schießen, anstatt nach unten. Okay, das klappt schon mal nicht so ganz wie gewollt. Okay. So klappt es nicht. So um alles in der Welt kann ich nicht einfach auf dieses blöde Ding drauf springen. Weil da eine Karte im Weg ist. Wieso ist eine Karte im Weg? Was du siehst. Sag's mir, wow. Ach, das ist doch behindert. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Na genau, spring am besten noch runter, anstatt geradeaus nach vorn. So.
Okay, jetzt muss ich wirklich nach. Ja, das ist verdammt juselig, Mann. Ich hoffe, es erschreckt dich zu Tode. Okay. Wie kriegt man jetzt diese. Okay, es war eine ganz normale Uhr. Wie komme ich jetzt da hoch? Den guten. Gut, damit also. Mit der Jute Nummer 8. So, na dann. Das war wahrscheinlich. Wieso kann ich ihn den jetzt nicht nutzen? Scheint anscheinend nicht so ganz so zu funktionieren, wie ich mir dachte. Okay, na dann. Probieren wir mal das. Und das. Und das. Wieso klappt das nicht? Funktioniert nicht. Gut. Haben wir denn hier irgendwo noch einer? Nö. Funktioniert schon mal nicht. Gehen wir mal nach oben. Hier haben wir eine Uhr. Na, hey. Und dann machen wir dieses blöde Getriebe kaputt. Dann sollten wir hier auch irgendwie nach oben kommen. Ah, na, da haben wir es doch. So. Aufhören! Sofort aufhören! Wohin kommen wir denn hin? Wow, das war knapp, du. Echt knapp. Wow. Huhu, nice. Gott, diese Welt fest. Die ist so abgespaced. So, dann können wir den hier hoch. Das wird nach unten gehen. Das Ding wird nach oben gehen. Okay. Wow. Habe ich das? Also bis jetzt habe ich noch nichts von der Teeparty gehört. Wow. Wieso bin ich jetzt nach unten gefallen? Was ist denn das? Der geht da einfach schräg runter? Nö, man kann ihn einfach mal hier den ganzen Kackweg hier gehen lassen. Nö. So. Ich das hier. Wow. Alter. Das Ding hier war ein bisschen verbuggt. Muss ich sagen. Wo sind wir denn? The fuck? So, was haben wir denn hier? Nutze den umgekehrten Batrang, um den Mad Hatter auszuschalten. Okay. Gut, loslassen. Umgekehrten Batrang werfen. Ah. Okay. Wieso haben wir nicht einfach von vorne das Ding benutzt? Alter, wo sind wir denn jetzt? Keine Angst, du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein, wird es nicht. Wer ist denn das? Ich habe das Gefühl, die kenne ich irgendwoher. Wer ist dieses Mädel? Charakterprofil. Wieso weint die jetzt? Gelange in die Gotham Merchants Bank, hatten wir auch schon. Und Mad Hatter abgeschlossen. Okay. Hast eine neue Brain Tag Verbesserung. Gucken wir uns das gleich mal an. Oh, kurz vorm Level Up, merkt du mich auch.
unterstützende Verbesserungen. Was haben wir denn da? Die hier. Verwende eine effektivere Version der Schnellfeuerausrüstung, wenn du dich im gezielten Freeflow befindest. Kombo Multiplikator. Tor 12 und höher. Okay. Interessant. Was haben wir hier? Wirf einen Batarang, der den Gegner von hinten trifft und ihn in deine Richtung stößt. Toll. Was haben wir hier? Blockiere das Schloss einer Waffenkiste, um Gegner daran zu hindern, an Schusswaffen zu gelangen. Oh, das ist gut. Rechtsklick, Linksklick, Waffe stören. Das ist wirklich gut. Das ist, ach so funktioniert es. Nur mit diesem Ding. Sehr schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier neues Zeug. Miete, Unterbrecher, Minen. Toll, brauchen wir nicht. Das hier. Deine geräuschlosen Ausschalten sind jetzt schneller und warnen dich für kürzere Zeit ein. Genau. Das brauche ich auf alle Fälle noch. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich noch etwas weiter in der Story voranschreiten. So. Genau, das brauchen wir jetzt auch nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach draußen. Dann gibt es ja auch keinen anderen Weg mehr. Dann kann man denn nochmal mit der reden? Ich habe so das Gefühl, die hat den gemacht. Oh, na gut, das ist halt ein bisschen nach hinten losgegangen. Passiert. So, jetzt haben wir auf alle Fälle Maddie hätte kaputt gemacht. Mit seiner tollen... Ja, das ist irgendwie magisch von dem, was der macht. Ich weiß gar nicht, wie der das hinbekommen hat. Die Brainwaves so zu stören, aber na gut. Irgendwie hat er es hinbekommen. Hier ist auch schon die Hauptquest, da können wir dann da noch weitermachen, aber jetzt machen wir erstmal noch eine kleine Pause und dann, ja, werden wir die Hauptquest weitermachen. Von daher werden wir uns doch fix mal bis dahin begeben, da haben wir dann nämlich nicht so viel Weg zu begehen. So. Na denn. Wo ist es? Da unten. Ja. Keine Ahnung, wo man jetzt hier reinkommt. Das ist jetzt erstmal zweitens. Anscheinend da. Gut. Und daher machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht's weiter. So, bis dann. Und ciao, ciao.